Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir gehen heute rein und schauen uns mal an, welche Spieler am nächsten Wochenende die besten Matchups haben, die günstigsten Spieler sind im Preis-Leistungs-Verhältnis und wen man besonders am nächsten Wochenende aufstellen sollte. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze, lasst ein Like da und wir schauen jetzt erstmal rein in das Wochenende in der Community-Liga. Ja, ihr seht, die beiden konnte ich nicht aufstellen. Orlitz hat sich kurz vorm Spieltag verletzt. Ich habe dann noch Christian Chiarodia aufgestellt, wie auch immer. Ja, wurde eingewechselt, hat noch 15 Punkte gemacht. Aber ansonsten, mein Big Boy Sané hat überhaupt nichts gerissen. Und ja, kein Spieler über 100 Punkte. Das tut echt sehr, sehr doll weh. Im Gesamtbild ist es natürlich ärgerlich. Nils ist Erster geworden mit Duk Drexler. Natürlich krass, da so ein billigen Drexler zu haben, der auf jeden Fall abrasiert. Das war stark, aber auch mit Otavio, De Ligt und Dux hat er echt sehr, sehr starke Spieler gehabt. Ja, bei ihm haben wir eigentlich bis auf drei Spieler eigentlich alle relativ gut abgeliefert und dementsprechend ist er auch zu Recht auf der 1. Ja, Musiala hat ihm hier dem Taler die 2 gecarried im letzten Spiel des Abends und ja, Maximizer wurde gecarried von Sosa, Füllkrug, Kempf und Barrero, die auch echt abgeliefert haben. Also ja, gerade jetzt auch Hertha war in einer guten Form. Und ja, auch Mainz hat überragend gespielt und wir gehen da gleich noch weiter drauf ein. Ja, kurz zu meinem Team. Ihr seht schon, ich habe kurz einen Prozess gemacht mit Sané und habe mir einen Nkunku gesichert und dafür einen Gangkamp und Sané abgegeben. Ich denke mal, Nkunku wird in den nächsten Wochen besser punkten als Sané. Von daher habe ich das mal gemacht. Ja, der ist einfach felsenfest gesetzt. Und jetzt auch, wo Mané zurückkommt, denke ich mal, ist das eine ganz gute Sache so. Ja, das war es auch erstmal zu dem Team. Vieles ist jetzt seitdem nicht passiert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich bei den Top-Spielern fürs nächste Wochenende wieder. So Leute, dann kommen wir jetzt auch zu der Top-11 bzw. meinen Top-Spielern fürs nächste Wochenende. Ja, meiner Meinung nach haben die besonders gute Punkte, Chancen und hohe Punkte, Chancen und wir werden uns das jetzt mal angucken. Ja, ein bisschen auf Leistung und auf Matchup basiert, fangen wir erstmal an, natürlich auch auf Geld. Ich denke, Olchowski wird im nächsten Spiel am Start sein und im Tor stehen. Wir werden es alle mitbekommen. Omlin wird das Spiel verpassen, müssen wir unter der Woche mal ja, schauen, ob Sippel oder ob es Olchowski wird, aber Sippel und Olchowski beide sehr günstig, von daher auf jeden Fall mitnehmen. Nicht vergessen, Zentner ist wieder da, hat jetzt im Tor gespielt, hat eine richtig, richtig gute Leistung gehabt und sollte auch eventuell gegen ja, schwache Hoffenheimer möglicherweise wieder einen grünen Balken machen. Gehen wir rein in einen, der weiter sehr gut gespielt hat am Wochenende und zwar Friedel und der hat auch direkt mit Augsburg ein gutes Matchup, von daher sehe ich da auch wieder gute Punkte. Weiter geht's mit Schalke, die gegen Bochum spielen. Da ist Jens meiner Meinung nach ein Muss. Fährt einen richtig guten Durchschnitt in den letzten Spielen und wird auch gegen Bochum meiner Meinung nach sehr, sehr gut punkten. Kommen wir weiter zu den starken Mainzern und zu einem, ja, der dem Kapitän Wiedereinstieg nach der ja, Pause für ihn sehr schwer gestaltet. Und zwar Danny da Costa macht es richtig, richtig gut bei Mainz und sollte dementsprechend auch im nächsten Spiel wieder starten, meiner Meinung nach. Gehen wir weiter und zwar zu einer Mannschaft, die jetzt meiner Meinung nach endlich mal gewinnen sollte und die treffen direkt gegen eine Mannschaft, die gerade relativ gut in Form war und zwar Hertha, die haben ja am Wochenende gewonnen gegen Augsburg und ich gehe mal davon aus, dass das ein schwieriges Spiel für beide Mannschaften wird. Ja, Leverkusen jetzt mal endlich wieder ohne Rotation und ohne internationales Spiel und deswegen tue ich auch schon mal Florian Wirtz hier rein, der hier auch völlig zu Recht am Start ist. Der sollte jetzt nach zweimal Bank in der Bundesliga endlich gegen Hertha mal wieder die volle Kapelle abreißen und ich bin gespannt und glaube fest eigentlich an einen Leverkusen-Sieg, aber man muss auch sagen, es hat sich bei Hertha jemand in die Startelf gespielt und zwar Dodi Lukebakio und der hat es richtig gut gemacht eigentlich immer und wurde in letzter Zeit nur eingewechselt. Zur Pause kam er jetzt für einen Gangkamp. Hat dann überzeugt und ich gehe mal davon aus, er wird im nächsten Spiel in der Startelf stehen. Kurz noch zu den starken Mainzern, da haben wir noch Lee, der hat also wirklich Unglaubliches, was der abreißt in den letzten 6 Spielen. Sehr, sehr stark, monströse Punkte
Und ja, ich bin mal gespannt, ob er das halten kann. In den nächsten zwei Spielen hat er auf jeden Fall gute Chancen dazu. Deswegen Lee noch mitnehmen, falls ihr es könnt. Gehen wir weiter zu Bayern. Und zwar Kingsley Coman ist in überragender Form. Sehr, sehr, sehr stark. Und den sehe ich auch in den nächsten zwei Spielen wieder mit grünen Balken und Torbeteiligung. Ja, sollte die meisten nicht überraschen. Ich persönlich denke aber auch, dass Serge Gnabry gegen seinen Ex-Verein, gegen Stuttgart, ja, da auf jeden Fall wieder in alte Form, ihr seht schon, hier anknüpfen könnte. Ich sehe ihn in der Startelf gegen Stuttgart. Wir sind mal gespannt für das Video hier. Auf jeden Fall Coman drin. Einfach weil Kingsley Coman in einer sehr, sehr guten Form ist. Und ich denke, er wird die Mannschaft schon ja probieren, möglicherweise auch für Paris Saint-Germain einspielen, ja, sich einspielen zu lassen. Und da ist natürlich Kingsley Coman prädestiniert, weil ich denke, der wird da auch wieder starten. Gehen wir rein noch zum Abschluss zu einem weiteren Leverkusener, und zwar Patrick Schick. Ich denke mal, nach zwei Einwechslungen sollte für ihn jetzt auch mal wieder die Startelf drin sein. Hat ja letztens schon mal getroffen, einen Anschlusstreffer. Ich gehe gegen Hertha von der Startelf aus und predikte da auch gute Punkte. Und last but not least, für günstiges Geld gegen ein ja schwächelndes Bochum würde ich meiner Meinung nach ja Frey aufstellen, wenn ihr ihn habt. Ja, hat jetzt ein gutes Spiel gemacht und ich gehe davon aus, dass Schalke auch alles reinwirft gegen Bochum. Es wird natürlich ein krasses Spiel bei in Bochum, aber ich bin da mal gespannt und gehe davon aus, dass ja, Frey da wieder ein gutes Spiel machen wird. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare, falls ich was Wichtiges vergessen habe. Dortmund und Leipzig-Spieler sind trotz ja, Siegen am letzten Wochenende nicht hier mit drin, weil die beiden gegeneinander spielen und ich da ja nichts predikten möchte. Natürlich ist mir auch nicht entgangen, dass ein Julian Brandt in überragender Form ist, dass ja, man einen Timo Werner aufstellen könnte und weiteres, dass ein Nkunku zurück ist. Aber Leute, das Spiel ist mir viel zu heikel. Das kann auch einfach 1-1 ausgehen und eure Spieler machen nicht so krasse Punkte. Deswegen bin ich hier auch auf die Matchups gegangen, auf die Spieler, die in Form sind und die wenig kosten. Und von daher hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.